Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 3 der Demo. Wir fahren jetzt rüber an den Globus, ist Treffpunkt. Hier die ersten kommen schon. Wir haben uns hier getroffen und wir fahren jetzt hier vorne an der Delzer Straße im Globus und da treffen wir uns jetzt und da geht die Veranstaltung los. Eine sogenannte Sternfahrt von allen Richtungen, von allen Seiten kommen die jetzt und fahren dann alle Richtungen Plauen. Ne? Mal gucken, wie viel zusammenkommen hier. Ich denke mal, das werden schon ein paar werden hier. Guten Morgen, ihr Lieben. Liebe Grüße aus dem Vogtland. Ne, haben sich schon reichlich versammelt. Wir sind hier am Globus unterhalb. Und wir werden dann eine sogenannte Sternfahrt Richtung Plauen machen. Ich komme von allen Seiten heute. Und heute geht es richtig scharf. Heute wird eine bittere Eskalation. Überall stehen sie. Heute ist wieder eisig kalt, minus 12 Grad. Polizei ist auch da. Der Hühnerbauer jetzt, ne? Der ganze Bollplatz ist voll. Da hinten auch noch, okay. So, wir finden uns hier in Weichschutz im Gewerbegebiet und gleich geht's los. Schönes Wetter haben wir auch, aber minus 13 Grad. Sehr knackig. Sternfahrt von Weichschlitz aus. Hier hinten auch schon eine richtige Kolonne. 2-3 Fahrzeuge. Von hier aus. Echter Wahnsinn. Sowas hat Blau noch nicht erlebt, oder das Vogtland. Wir dürfen rote Ampeln überfahren, also für uns ist heute alles erlaubt, rote Ampeln, alles. Wir dürfen hier komplett durchfahren. Nicht anhalten, wir sollen den Verkehrsfluss nicht unterbinden. Rote Ampeln, wir dürfen alles überfahren. Sogar im Blitzer dürfen wir reinfahren. Wird dann blitzen. Ich traue mir da zwar nicht richtig den zu überfahren, aber wenn die sagen, ich habe vorhin auf Video, dass alles erlaubt ist für Polizei, dann mache ich das ja. Wenn da das böse Erwachen in paar Monaten kommt, wenn wir hier Leute hier. So. 4 Meter Schnee hier im Gebirge. Ja. Aber wir haben jetzt nur Frost, aber die Minuswege sind durch. So, wir fahren jetzt vom Globus Weichnitz Richtung Plauen. So, ihr Lieben, jetzt sind wir schon kurz vor Plauen und der Konvoi
ist so extrem lang, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Sind, ne? So, die werden sie gleich erhöhen, die können sie ewig warten von rechts. Fußgänger müssen wir natürlich rüberlassen. So. Mitfahren. Ja, ihr seht, hier vorne links ist der Ampelblitzer. Blitzer wurde abgedeckt. Ihr seht's. Wir können hier wieder rot drüber fahren. Polizeijacke drüber. Über den Blitzer. Den habe ich noch gar nicht gekannt, den Blitzer hier. Streifen. Meine Hupe ist jetzt im Arsch. Geht nichts mehr. Entweder Sicherung durch, Relais kaputt oder Hupe kaputt. Aber egal, wird repariert die Tage. Wir befinden uns kurz vor dem Kundgebungsplatz, haben zweispurig aufgeteilt, aber der Stau, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lang der ist. Da ist jetzt immer noch oben Ende Friedensbrücke und noch weiter. So, ich lege euch mal vorne ab wieder. Nimm mal das andere.
So, wir sind hier am Corolla-Platz, glaube ich. Bahnhofstraße, die Augustinusstraße. Und hier seht ihr, es ist richtig am Eskalieren, hier ist richtig die Hölle los, richtig viele Leute. Ist einfach der Wahnsinn. Wir müssen jetzt bis ganz vorfahren, uns vorne einreihen und dann können wir zurücklaufen. Und hier die Demonstration. Es sind richtig viele Leute hier. Mein Hubeschirm aus. Da geht nichts mehr. Kaputt! Also so viele Fahrzeuge, ihr habt glaube ich viele gesehen. Jetzt von der anderen Seite hier vorne kommt jetzt der neue Salzer Konvoi rein, der von der anderen Seite gestartet ist. Genauso große Kapazität von 300-400 Fahrzeugen oder noch mehr. Und von oben kommt dann noch ein Zug reingefahren. Also sowas hat leider nicht erlebt. Das ist einfach der Hammer. Thank you.
So. Aus allen Richtungen kommen sie. So. Leute, schaut euch den Wahnsinn an. Gänsehaut. Hier, Rettungswagen wird durchgeladen. So, jetzt geht's vor. Wahnsinn, was hier abgeht. Geh auf! Geh auf! Kollege, alle mit dabei hier? Totale Eskalation hier. Einfach der Hammer. Blauen ist das.
kein Ende hier. Alles gut! Alles gut! Keine Angst! So, jetzt sind wir gleich auf dem. Was? Einfach der absolute Ausnahmezustand hier. Jetzt sind wir hier auf dem Leim, ne? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wir sind nicht dran bleiben. Hier ist der absolute Ausnahmezustand. Einfach der Wahnsinn hier. Einfach Hammer. Wir sind ja gerade im Blauen. Wir waren gerade das ganze Zeit in den Traktoren gefahren. Auf den 30 Seiten. Und jetzt haben sie auch versammelt. Einmal der Wahnsinn hier, Leute. Steh auf! Corona-Zeit oder sonst was. Im Osten wird Luft gemacht. Zum Beispiel bei den Bauern, der Agrardiesel, der muss weiter subventioniert werden. Und wenn man das abschafft, irgendwann geht das nicht von heute auf morgen. Da muss man Konzepte machen, 5 oder 10 Jahre, weil der Bauer hat Verträge und der Vertrag geht nicht ein halbes Jahr, der geht auch mehrere Jahre. Die haben alle, der Mittelstand hat Kredite, die bedient werden müssen. Die können nicht von heute auf morgen das umstellen. Und im Endeffekt kommt es zum Schluss bei uns allen an. Im Endeffekt kommt mir es jetzt so vor, dass wir teilweise in der Wirtschaft uns in Deutschland selber abschaffen, dass wir die Zustände herrufen, um dass wir nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Und da müssen wir dagegen wirken. Ich hoffe auch, dass der Bauernverband auch hier im Vogtland, der eine sehr gute Arbeit macht. Ich habe so viel hier Bekannte getroffen, wo ich hergefahren bin. Ich habe auch nicht, dass einer denkt, der lafert jetzt dumm rum. Ich war im letzten Jahr, seitdem ich Landrat geworden bin, habe ich 18 Bauernhöfe alleine besucht. Ich habe über 100 Firmen im Vogtland besucht. Also die Wirtschaft ist wirklich bei mir eine Herzensangelegenheit, weil ohne Wirtschaft haben wir gar nichts, da können wir uns nichts leisten. Nur dadurch haben wir Kraft bei uns im Vogtland. Also, jawohl!
Ja. Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer, kämpft dort weiter. Wir müssen natürlich das auch an die Adresse zur Regierung schaffen irgendwo. Die Spitzenverbände müssen dort verhandeln, dass die Sachen wieder zurückgefahren werden, dass wir hier eine Chance haben. Und sie hat es gerade gesagt, wer kann denn heutzutage behaupten, noch in der Landwirtschaft einen neuen Bauernhof eröffnen? Unmachbar. Wir müssen froh sein, dass die bestehenden Betriebe, egal ob das Landwirtschaft, Forstwirtschaft, ob das ein Mittelstand ist, dass dort jemand so positiv bekloppt ist und es weiterführt mit den ganzen Risiken. So ihr Lieben, jetzt gehen wir wieder zu den Fahrzeugen zurück. Ihr seht, hier ist noch alles voll. Alles blockiert, Traktoren über Traktoren. Einfach Hammer. Ne? Wir waren jetzt ja gerade auf der Kundgebung. Oh. Sehr, sehr geil. Ich bringe noch ein Auto jetzt auch. Minus 12 Grad. Kalt? Ja. Ne? So, jetzt seht ihr übelst lange Kolonne. Einfach der Hammer. So viele Fahrzeuge hat Blauen ja echt noch nicht auf einen Haufen gesehen. Ja, also Hut ab, was sie auf die Beine gestellt haben hier. Wahnsinn. Einfach mega. Oh. Könnt ihr euch ja mal vorstellen, wie lang das ist, ne? In die Richtung, rauf zu, lauf zu und überall zu. Ab und zu. Überall zu. So. Lauf zu, nein zu, überall zu, ab und zu. Seht's, Kilometer lang. Pass mal für durch. Schön Sonne. Mach die Schraube aus der Sonne. Da vorne. So, wo ist es morgen? Wo ist es morgen? Es nimmt einfach kein Ende hier. So.
So, jetzt hoffen wir mal, dass alle wieder an ihren Fahrzeugen sind, dass sich der Zug wieder in Bewegung setzt. So ihr Lieben, soll es da gewesen sein. Wir fahren jetzt wieder heim. Es waren über 1000 Fahrzeuge. Es war einfach der Hammer. Sowas hat Blau noch nicht erlebt. Ich habe es ja im Video gesehen. In alle drei Richtungen war komplett alles zu. Und jetzt tut uns die Polizei rausschaffen, wieder ausblauen. Und dann war's das. Ich wünsche euch was. Lasst mal ein Like, dann ein Abo, ne? Ciao.